Es ist mal wieder Mittwoch, Zeit für Challenge WBS. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und wenn ich so schnell rede, dann wisst ihr, ich weiß nicht, was mich in den nächsten 3 Minuten erwartet. Denn diese Fragen, die hier drin sind, die kenne ich noch nicht. Lese sie gerade zum ersten Mal und werde versuchen, so schnell wie möglich eure Fragen zu beantworten. Erste Frage, darf ich unbegrenzt oft im Kreisverkehr fahren? Nein, das darfst du nicht. Die Frage habe ich, glaube ich, schon mal beantwortet. Das ist erstens Spritverbrauch, Umweltverpestung und keine Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer. Also etliche Normen, die da in der Straßenverkehrsordnung verletzt werden. Habe ich aber, glaube ich, schon mal beantwortet. Dürfen Taxifahrer absichtlich längere Strecken fahren und muss ich dann die Extrastrecke zahlen? Nein, das dürfen sie natürlich auch nicht, denn die Taxifahrer sollen das tun, was für den Gast gut ist und der soll auf dem günstigsten Weg an einen Ort befördert werden. Und wenn man allerdings sieht, da kommt ein großer Stau, dann können die eventuell eine Umfahrung mit euch besprechen. Aber ansonsten gilt, Taxifahrer sollen die kürzeste Strecke nehmen, die bestmöglich für den Fahrer ist. Sind Schlagringe in Deutschland erlaubt? Da muss ich gestehen, das weiß ich nicht. Ich habe letztens etwas zum Thema Waffengesetz gemacht. Ich meine, dass Schlagringe auch unter die Waffen fallen. Kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Meine, das aber schon mal gehört zu haben, ist aber nicht so ganz meine oberste Spezialität. Ist man bei einer Vorladung durch die Polizei, wenn man nicht erscheinen möchte, verpflichtet, sich vorher abzumelden und wenn ja, schriftlich und per Telefon? Also, ihr müsst, das habe ich ja auch schon oft gesagt, einer Vorladung der Polizei nicht folgen. Da ist sogar von abzuraten, da sollte dann lieber der Anwalt in Ruhe schriftlich Stellung nehmen. Ich würde schon absagen, weil es durchaus sein kann, dass sonst die Polizei bei euch vor der Tür steht und ihr denen dann mitteilt, dass ihr nicht kommt. Oder es dann ansonsten eine Vorladung durch den Staatsanwalt gäbe, der ihr dann Folge leisten müsstet und nicht durch die Polizei. Insofern abmelden kann hier auch ein Gebot der Höflichkeit sein. Kurzes Fax würde da genügen oder eine E-Mail. Ein Nachbar hat mir einen Zettel unter den Scheibenwischer geklemmt, mit dem er sich unberechtigterweise über meine Parkgewohnheiten aufgeregt hat. Darf er das? Na, ich würde schon sagen, dass er das darf. Das ist freie Meinungsäußerung, denn offenbar meint dein Nachbar ja, du parkst scheiße. Und dann darf er dir das auch mitteilen. Wenn der Zettel jetzt nicht zu frech ist, dann kann er dir das so mitteilen. Und es ist auch keine Sachbeschädigung und nichts. Man muss nämlich den Zettel nur wegnehmen, kann ihn wegwerfen. Wenn das jetzt im Sinne des Stalkings jeden Tag ist, dann kann man über andere Normen nachdenken. Aber erstmal ja, dein Nachbar darf das, sich aufregen über dich. Darf man als Sternsinger rumsingen und das Geld selber sammeln, ohne zu sagen, für wen man sammelt? Ihr habt ja Ideen. Also ja, klar, nur natürlich gehen die Menschen, die euch da Geld für geben, natürlich davon aus, dass das in irgendeiner Weise karitativen Zwecken zukommt. Seid ihr also Sternsinger und wollt die Knete nachher in eure eigene Tasche einstecken, könnte das einen Betrug darstellen. Ein Betrug in der Hinsicht, als dass die Menschen dachten, wir tun hier etwas für eine gute Sache. In Wirklichkeit war es allerdings so, dass ihr nur für euch gesammelt habt. Das klappt meines Erachtens nicht. Und was auch nicht klappt, ist, dass ich noch eine weitere Frage hier beantworte, denn ich sehe gerade, die 3 Minuten, die sind abgelaufen. 2, 4, 6, das artet ja schon fast zur Standardzahl aus, habe ich beantwortet. Naja, nicht so schlecht. Aber das Körbchen, das ist fast leer, Leute. Hashtag Challenge WBS, damit könnt ihr mir neue Fragen stellen, postet die entweder unter dieses Video oder irgendwo in die sozialen Netze. Wir googeln dann nach dem Hashtag Challenge WBS. Oder nach dem Hashtag FragWBS könnt ihr auch gerne mal machen. Und dann seht ihr, was da so alles gepostet wird. Und die Posts beim FragWBS mit den meisten Daumen hoch werden beantwortet. Beim ChallengeWBS kommt alles ins Töpfchen und kann gezogen werden. Im Zweifel schon am nächsten Mittwoch, wenn wir die nächste Challenge veranstalten. Und morgen gibt es hier schon das nächste Video. Euch danke fürs Zuschauen. Tschüss und schönen Tag noch.